Moin liebe Leute, ich bin Will Church und heute geht's zu Dermot Kennedy. Wir machen mal einen Konzertvlog, mal gucken, wie das so ausgeht. Mal gucken, wie es ankommt. Nini ist mit dabei und wir werden eine gute Zeit haben. Mal schauen, was ich reinfilme und so. Hab mir auch gerade die Haare gewaschen, das war vielleicht nicht ganz so smart. Aber ja, wir fahren jetzt los. Ist ein bisschen spät dran, ist aber ganz okay, weil es spielt immer erst noch Vorband und so. Und die will ich zwar sehen, aber ja, es fängt immer alles erst später an. Ich weiß es ja von meinen Konzerten, also genau, bis gleich. So, mal los, wir sind spät dran. Hier, ja, die Karten. Welche Schuhe soll ich anziehen? Welche Schuhe? Weiß ich doch nicht. Hauptsache nicht meine. Sind doch genau die gleichen, oder? Nein. Mal in die Kommentare schreiben. Nimm hier die. Die sind cool. Okay. Mann, Mann, Mann. Immer die Weibers mit ihren Schuhen, wa? Wie? Meine Fresse. Naja. Geht gleich los. So, Mercedes-Benz Arena gehen wir heute nicht, sondern hier, die Verti Music Hall. Ich war da ehrlich noch nie drin. Hast du schon mal da drin? Nö. Nee, ne? Ja, da ganz kleiner, feiner Eingang. Oder Teppich gehen wir heute leider nicht rüber, wäre auch nice gewesen. Aber ja, da gucken wir uns heute mal den Kollegen da an hier. Zeig mal her, mein Freund. Nicht die, ja da. Da geht's schon los. Keine 2 Sekunden drin. Und Nini will dieses Auto. Dieses unauffällige, schöne Auto. Würde doch passen, oder? Da siehst du dich, ne? Da sehe ich mich drin. Weiß ich nicht. Doch. Ich schon. Weiß ich nicht. Ist das ein Smart, doch. Ja, oder? Ja. Krass. Ja, wir können ja unseren so anmalen. Ja, mach du dann. Aber weiß ich nicht. Muss nicht sein. So, hier sind die Garderoben. Ist jetzt nicht so ultra viel. Und da gibt's Merch. Jetzt gerade noch nicht so viel los, aber war glaube ich auch schon. Die Hardcore-Fans sind auch schon da, wir sind schon echt spät dran. Es ist... Wie spät ist es eigentlich gerade? 8:30 oder so schon? Ja, 8:22. Ja. Guck mal, auf den Karten steht 8. Also wenn wir jetzt noch vom Support was mitbekommen, haben wir alles richtig gemacht. Na? Ja. Bin gespannt. Hier ist the place to be. Hier wollen sie alle was trinken. Und da drinnen... Da, Parkett-Innenraum, da sind wir heute. Da stehen wir, uns Wolf und ja, dann schauen wir mal. Ich glaube, Vorband spielt sogar schon. Müssen wir uns beeilen jetzt. So Leute, kurzes Update. Wir sind drinnen, aber es ist nicht, wie wir uns vorgestellt haben. Es ist ultra eng, wir stehen hier wirklich Mensch an Mensch. Und ich filme gleich mal rein. Also, sieht ganz cool aus. Aber hier empfehle ich allen, bucht euch einen Sitzplatz. Hätte ich das gewusst, ey. Warte mal. Die haben es eben gedribbelt. Da müssen wir hinkommen. So, wir versuchen jetzt unser Glück auf der rechten Seite. Wurde uns empfohlen. Vielleicht ist hier noch was frei. Who knows? So voll. Aber kommt hier ehrlich besser durch, ne? Hä? Viel besser. What the fuck? Hä? Wie geil! Gucken, wie weit wir vorkommen. So ein bisschen nach hinten noch, aber hier ist bodenlos. Ja. Einfach hier so rein. So, haben uns jetzt ein bisschen hier reingedrängelt und die hassen uns. Aber jetzt haben wir ganz gute Plätze. Warte mal.
Das war schon ganz gut. Es geschieht. How's it going? We good? We gotta get it going early because we need the energy for the gig. So it's Michal's birthday today. I was about to say something about how Michal doesn't like standing up. But apparently he loves it. The song is called Young and Free. Well, it's temporary, darling. Now the bridge from Brooklyn to Manhattan heard all that line. We were young. Creativity and independence of mind that we need to reshape the places we inhabit, the dreams we are recrafting. Which? The bird? Did you say it's a raven? It's not, it's a starling. A raven has too many bad implications.
this song is all about the power of memories and how sometimes, I guess there's different versions of memories, right? Like you got ones that you know they're important when they happen, but over time they fade. And then there's those kind of precious ones that just never really leave you. And all the details don't leave you. And it doesn't matter, good or bad, just certain memories stick with you forever. Do you remember when midnight drives when you say, remember when you were lost that day? You said, I wish we could stay. I just want to be there again. Do you remember when? Oh. Do you remember when? Thank you. No! Konzert vorbei. Jetzt wird's leer. War schön gewesen, ne? Ja, war sehr schön. Auch schön mal hier das leer zu sehen. Ja, wir schreiben. Digga, hier ist was los. Okay. Upsala. Wir sind jetzt durch den Hintereingang oder Hinterausgang raus, haben uns noch eine Tasse geholt. Kann ja einblenden. Ja. Nini freut sich. Und ansonsten, sehr cooles Venue. Ich war hier noch nie. Würde ich auf jeden Fall gerne mal spielen. Also Verti Music Hall muss man sich merken. Gehen auch nicht so viel rein. Ich glaube 4.500. Und war ein geiles Konzert. Ja, also geil. Hat alle Songs gespielt. Auch die Radio-Songs. Die fand ich aber auch sehr gut. Was war dein Lieblingslied? Unser Lieblingslied ist Rome. Haben wir schon oft auch gehört im Auto und so. Ist echt ein geiler Song. Ja, ansonsten Mörderstimme. Ich finde es einer der besten Sänger, die es überhaupt gibt auf der Welt. Coole Band. Mal gucken, was wir jetzt noch machen abends. Ne? Haben noch einen Kumpel getroffen. Vielleicht gehen wir noch irgendwo hin. Aber ansonsten, geiles Konzert. Wenn ihr Tickets habt oder wollt, holt sie euch und geht zum Konzert. Damit Kennedy kann ich nur empfehlen. Geiler Typ. Könnt noch ein bisschen mehr reden zwischen den Songs. Er hat, glaube ich, nach dem fünften Song... Ja, wahrscheinlich. Nach dem fünften Song hat er erst Hallo gesagt. Aber jeder wie er will, ne? Ansonsten war's das. Habt eine gute Zeit. Kauft euch Tickets. Cooler Typ. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.